Hallo, liebe Deutschlerner! In einem früheren Video haben wir darüber gesprochen, wie befreiend ein Mangel an Erwartungen sein kann. Heute und im nächsten Video sprechen wir darüber, was man stattdessen tun kann. Wir können nicht kontrollieren, was andere Menschen tun, aber wir können kontrollieren, was wir selber tun und so unsere Bedürfnisse erfüllen. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Zig Ziglar sagte, du kannst alles im Leben haben, was du willst, wenn du nur genug anderen Menschen dabei hilfst, das zu bekommen, was sie wollen. Ich glaube an die Dankeswirtschaft. Nämlich, man gibt ganz viel, man stellt ganz viel kostenlos zur Verfügung und ein kleiner Prozentsatz des Publikums wird etwas kaufen. Teils wegen der Qualität des Produktes, vor allem aber aus Dankbarkeit. Dies ist ein Konzept, über das Gary Vaynerchuk in seinem Buch The Thank You Economy geschrieben hat. Heutzutage ist es schwierig, Kunden zu gewinnen, da viele Märkte überfüllt sind. Die Lösung? Stelle über 90% kostenlos zur Verfügung und verkaufe den Rest. So bekommst du viele potenzielle Kunden, zeigst Qualität, schaffst Vertrauen und hilfst enorm vielen Menschen, auch denen, die sich keines deiner Produkte leisten können. Manche Leute sind so dankbar für all die Hilfe und haben Vertrauen in deine Kompetenz und Ehrlichkeit, dass sie etwas von dir kaufen. So funktioniert die Dankeswirtschaft. Und das ist auch meine Strategie. Ein Einwand ist, dass die Leute nichts kaufen werden, wenn sie so viel kostenlos bekommen. Nun, es ist ohne Frage der Fall, dass manche Leute genau so handeln. Wenn ich mich gerade sehr zynisch fühle, was nicht oft passiert, denke ich auch so. Allerdings hätte ich viele von euch gar nicht erst erreicht, wenn ich nicht so viel frei verfügbar gemacht hätte. Es ist besser, 10.000 Leute zu erreichen und nur 1% der Leute kaufen etwas oder spenden, statt 100 Leute zu erreichen und 50% der Leute kaufen etwas. Dankbarkeit ist ein schönes Gefühl und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass es einen glücklicher macht. Es ist mir also lieber, ihr spürt Dankbarkeit, anstatt den Druck, etwas zu kaufen. Ich bin auch dankbar. Ich bin jedes Mal dankbar, wenn jemand in Deutschlernmaterialien investiert oder spendet, weil mir dieses Projekt Authentic German Learning wirklich am Herzen liegt. So sehr, dass ich Tausende von Euros investiert habe, alle meine Ersparnisse wirklich, und nur 500 Euro im Monat aus dem Firmenkonto an mich selbst zahle, weil ich alles in dieses Projekt investieren will. Jede freiwillige Interaktion ist ein Geben und ein Nehmen. Und wir alle haben unser persönliches Gefühl, wie viel wir zurückgeben wollen. Manche Zuschauer und Leser meiner Inhalte geben etwas zurück, indem sie etwas kaufen oder spenden. Andere geben etwas, indem sie sich
ehrenamtlich engagieren. Andere schreiben einen Kommentar. Andere teilen meine Inhalte und empfehlen sie anderen. Manche, indem sie mir unschätzbares Feedback geben. Für mich funktioniert die Dankeswirtschaft und es fühlt sich wunderbar an. Also, wenn du etwas haben möchtest, dann denke an die Dankeswirtschaft. Was kannst du anderen Menschen geben, sodass du bekommst, was du gerne haben möchtest? Und was haben dir andere Menschen gegeben, für das du dich gerne revanchieren möchtest? Was ist, wenn du anderen Leuten viel gegeben hast und sie dir nichts zurückgeben? Darüber sprechen wir im nächsten Video. Tschüss und danke. Was meinst du? Funktioniert die Dankeswirtschaft? Wenn dir meine Deutschlernmaterialien gefallen, dann kannst du deine Dankbarkeit zeigen, indem du mich unterstützt. Bitte besuche authenticgermanlearning.com/donate und spende oder schreibe dich auf joingermanclub.com in die Deutschlernakademie ein. Du kannst mich auch unterstützen, indem du meine Deutschlernmaterialien mit möglichst vielen Leuten teilst und ihnen Authentic German Learning empfiehlst. Vielen Dank im Voraus.